Willkommen bei Vivat Vinum. Alle 2 Jahre ist die Wiener Hofburg Schauplatz für die größte Weinmesse des Landes. Mit dabei ist auch heuer wieder der Weinviertel DRC. Vom 9. bis 11. Juni traf man heuer die Elite der internationalen Weinwelt in der Hofburg Wien. Der Weinviertel DRC war mit 70 Winzern vertreten. Eine große Bühne, auf der man diesmal auch die Reserveweine ins Rampenlicht stellte. Die Vivinum ist eine der wichtigsten Messen für uns, für Österreich, aber auch für den Weinviertler Wein, weil natürlich nicht nur Weine präsentiert werden, wir möchten auch noch mehr über das Weinviertel erzählen und auch Weine mal im internationalen Vergleich darstellen. Das heißt, wir machen immer wieder ein Seminar und heuer war es eben mit Wille Balagnoc, hatten wir Weinviertel DRC Reserve im internationalen Vergleich. Man muss sich doch auch immer wieder der Konkurrenz oder den Mitbewerbern stellen und auch zeigen, wo man steht, und darf sich nicht scheuen, sich auch mit anderen zu messen. 5 Flights zu je 3 Weinen wurden verkostet. Jeder Flight hatte auch einen internationalen Wein dabei. Ein interessanter Vergleich, der den Gästen in einer Blindverkostung geboten wurde. Kommentiert von Willi Balagnoc, der die Weinviertel DRC-Weine im Vorfeld ebenfalls bei einer Blindverkostung ausgesucht und mit internationalen Gewächsen kombiniert hat. Für mich ist das Weinviertel eine dieser positiven Entwicklungen der letzten 15 Jahre, wo man versucht hat, einen Weinstil in einem Gebiet einzugrenzen, zu definieren. Frische Pfeffrigkeit, Lebendigkeit in einer sehr, sehr kontrollierten höheren Qualität. Weinviertel DRC Reserve verbindet diese gelbe, intensive Aromatik mit einer für mich ganz starken Pfeffrigkeit. Und ich glaube, dass die Weinviertel DRC Reserve ein ganz hochwertiger Wein ist, den man international gut positionieren kann, den man international als einen der besten Preis-Leistungs-Speisenbegleiter einsetzen kann. Und ich glaube, dass die Weine von der Haltbarkeit, von der Qualität und von der Präzision alles haben, was in dieser Kategorie erwünscht wird international. Daher es ist eigentlich ein Elfer bergab ohne Tormann. Wir wollen zeigen, wie gut grüner Veltliner auch zu internationalen Gerichten passt. Und deshalb sind internationale Weine jetzt im Vergleich mit Weinviertelreserven in einer Blindprobe zu verkosten, um zu sehen, dass manche Gäste, die vielleicht Loire, Burgund oder was auch immer sehr gut kennen, aber das Weinviertel zu wenig kennen. Und in der Blindprobe sehen, dass das Weinviertel vielleicht für das eine oder andere Gericht durchaus ein Partner wäre. Das Beste mit Weinviertel DRC ist die Sauberkeit, die Reintönigkeit und die Traubentypizität der Veltliner. Im Weinviertel gibt es diese klare Linie, die hohe Säure, diese Finesse und Eleganz. Das ist für mich das Beste mit Veltliner. Mir hat sehr gut gefallen, einfach die Möglichkeit, dass man in verschiedenen Weinstilen her noch immer das Pfeffer, das typische des grünen Veltliners, gespürt hat. Und was auch sehr spannend war, einfach der Vergleich mit Chenin Blanc, mit anderen Weinsorten, und Wille Balagnoc hat das wie immer hervorragend gebracht. Ein toller Erfolg für die Weinviertler Winzer. Das internationale Publikum war sehr interessiert. Alle Infos zu den edlen Tropfen gibt's auf weinvierteldrc.at. In der nächsten Folge sehen Sie bei uns auch schon die Sieger des Salon Österreich Wein. Bin schon gespannt, wer heuer das Rennen gemacht hat. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dann.